So, einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar mal etwas, was ich schon auf anderen Videos gesehen habe. Dachte mir, komm, muss ich mir mal sagen, es ist eine Shining App Mask. Ja, mir steht da nicht drauf. Das ist erstmal die Verpackung, die halt bei Amazon verkauft wird. Gehen wir mal durch, was hier steht. Charging Design, es gibt zwei Modelle, das weiß ich zumindest. Einmal mit dem Akku, das ist ja das, was wir jetzt, also ich mir jetzt hier geholt habe. Und eine, die mit Batterien halt läuft. Dann haben wir hier nichts. Hier haben wir ein paar kleine Informationen. Ein Barcode, LED-Mast mit Bluetooth programmiere, cooles Mast USB Recharge. Adresse. Nichts. Was? Schnauze. Hier hinten steht auch nichts. Machen wir das ganze Ding doch mal auf. Ich habe das bisher noch nicht aufgemacht. Ja. Da ist schon mal nichts. Okay, das sollte jetzt sein. So sieht jetzt erstmal von außen aus. Hier ist noch eine Folie drauf. Hier oben scheint noch ein Sensor zu sein. Dann haben wir hier einen Knopf und einen Typ C sogar. So, hier, da. Ich mache das mal ein bisschen anders. Hier kann man es dann sehen, ein Typ C und ein Knopf, ganz normal. Dann haben wir hier ein Gummizug. Hier ist es auch nochmal alles mit Gummi. Was ist das? Oh, hier ist der Akku anscheinend drin. Ne? Kann man den rausholen? Oh. Man kann den tatsächlich rausholen. Steht da irgendwas drauf? Plus, minus. Ich mache das jetzt einfach mal. Wir wissen, wie viel Kapazität der hat. 2000 mAh hat der Akku, der hier drin steckt. 2000 mAh, okay. Sollte für ein paar interessante Sachen reichen, hoffentlich. So. Aber was ist noch mit hier drin? Einfach nur ein stinknormales weißes Kabel mit Typ C. Dann haben wir hier noch was. Das packe ich mal weg. Und eine ewig lange Gebrauchsanleitung. Steht da mal ein paar mehr Informationen noch dazu. Vieles, was man nicht lesen kann hier. Haben wir hier nochmal. Hier steht was auf Englisch. Shining Mask. Modelltyp SL016. Batterie. Polymer. Produkt ist ABS. PVC. Ah, hier stehen ein paar andere Informationen. Input. 5 Volt, 1 Ampere. Charging Typ. Ja, klar. Wow. Wenn ich alleine sehe, Charge Time, also Aufladezeit, 5 Stunden, soll einen aber bis zu 11 Stunden, also einen praktischen halben Tag halten. Okay, und dann sind hier jede Menge Informationen. Mal sehen, mal gucken wir mal. Schön, ich drücke hier drauf und meine Uhr vibriert. Gedrückt halten. Ah. Oha. Wie geil ist das denn? Geil. Was zum... Das sieht ja übelst geil aus. Das sind jetzt nur die vorgefertigten Dinger, wo man jetzt einfach so drauf drücken kann. Oh, lol. Achso. Ich dachte, das wäre jetzt eins, wo es jetzt auf Sprache oder so geht. Ja,
das sieht ja, also das ist echt schon. Kommt noch mehr? Okay. Ja, das ist genau, ein Scheißkau kaufen. Aber wie viele Effekte sind denn da drinne? Ich glaube, das werde ich echt häufiger mal auch so in Streams benutzen. Das ist ja funny. So. Okay, da geht es praktisch von vorne los. Und dann das Ganze soll ja auch noch mit der App verbunden werden. Das schauen wir doch mal nach. Wir haben hier einen riesigen, sehr kleinen QR-Code. So, mal gucken, was passiert. Ah, guck mal, da wird man direkt auf die App zugewiesen. Schauen wir doch mal, ob das auch funktioniert. Internet, mal schneller. Was haben wir hier? YouTube, das Video habe ich schon gesehen. 30 MB groß ist die nur. Das geht ja noch. Okay, hier oben. Was? Was bist du? Ah, wie cool! Der Sensor, der hier oben ist, den kann man die Masken durchgehen. Okay. Ah, so, das ist jetzt fertig. Öffnen wir doch mal. Shining Mask. Erlauben, ja. Und jetzt? Verbinden. Ist das jetzt verbunden? Jetzt schon? Ja, ich könnte jetzt natürlich Musik laufen lassen. Ja, kommt nicht gut, wenn man Musik laufen lässt. Ah, schauen wir doch mal. Okay. Mal ein bisschen vor hier. Okay. Ja. Ah, das reagiert sogar noch auf Stimmen. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Mal sehen. Ich mache mal ein paar andere Lieder hier. Am besten welche, die nicht so geschützt sind. Das hier. Das ist... Das ist echt geil gemacht. Okay. Jetzt läuft das natürlich die ganze Zeit weiter. Nee, mach mal Stopp hier. Was bist du? Okay, da kann man Texte anscheinend reinschreiben. Mal sehen. Okay. Okay, das Hallo hat er jetzt nicht da so richtig drauf. Was bist du? Ach, das sind ja verschiedene Effekte, die dann noch hier drin sind. Verschiedene sehr kranke Effekte hier. Ah, das sind die Effekte, die man schon...
teilweise schon gesehen hat. Gehen nicht alle. Aber sonst. Lol. DIY, was heißt das? Okay, so. Oh, da kann man jetzt eigene Bilder hochladen. Mache ich doch mal. Geht das? Mal sehen, wie das da aussieht. Okay, das ist schon mal. Nein, nee, so, ups. Dahin, dahin. Dahin. Geht denn nicht jedem was an, was ich an Bilder drauf habe hier? Nehme ich doch mal das hier. Bei einigen funktioniert das nicht so wirklich. Dann sieht das teilweise echt Katastrophe aus. Das ist wieder das mit der Musik. Also man kann sich echt einiges hier einstellen. Cool. Geht das so besser vielleicht? Ah, jetzt kann man da einfach mal so, sowas langlaufen lassen. Das ist ja mal cool. Oder andersherum. Also die Maske werde ich definitiv mal so auch in meinen Streams mal benutzen. Das wird sicherlich echt funny werden. Yay. Und er verbindet auch sehr, sehr schnell mit dem Handy. Also es ist sehr leicht intuitiv, man braucht nicht wirklich die Sprache dafür. Geht doch das? So? Ne, wenn ich das so mache, dann geht das natürlich nicht. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Ich werde die gleich mal kurz aufsetzen, um zu gucken, wie die Passform ist. Also, kurzer Cut. So, und jetzt habe ich die einfach mal auf. Man hat einen wirklich einen etwas eingeschränkteren Blick tatsächlich, dadurch, dass man hier nur diese kleinen Felder hat. Aber durch diese Gummizucht kann man das eigentlich auch sehr gut ansetzen. Das heißt, das ist auch für kleinere und größere Köpfe eigentlich ganz gut. Es ist eigentlich ziemlich witzig. Und ich muss irgendwie so halten, um irgendwas zu sehen. Geil. So. Ne, das geht irgendwie nicht hier. So, ne. Ne, da. So, jetzt. Hi. Ja. Man muss das definitiv noch anpassen, da hier ein bisschen rutscht. Weil ich hatte sie jetzt einfach nur so aufgezogen, um einfach zu gucken, ob die überhaupt passt. Und ich bin auch der Meinung, dass man die. Meine Haare sind auch scheiße. So. Dass man das hier, wenn möglich, sogar am besten ein bisschen drehen kann. Oh, ist das hier kaputt? Nee, das ist nicht richtig eingeklemmt hier. So, jetzt. Da? Nö, hier ist nichts. Aber das sind etwas. Au. Ja, man sollte das Ding definitiv andersherum tragen, benutzen. So. Was haben wir denn hier für so viele schöne Dinger? Nee, so. Das ist echt. Damit sollte man nicht mal so auf random auf der Straße rumlaufen. Da habe ich so gerade so richtig Bock drauf. Okay, ich würde sagen, ich verabschiede mich so und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.